Das Leben als Selbstständiger ist zumindest, was die Bürokratie betrifft, ganz erheblich schwerer als einfach nur angestellt zu sein. Du musst laufende Buchhaltung erstellen. Du musst Umsatzsteuervoranmeldung machen, zusammenfassende Meldung machen, am Ende des Jahres eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen oder eine Bilanz. Du musst eine Einkommensteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung machen und so weiter. Und natürlich machst du das hoffentlich zumindest nicht mit Zettel und Stift. Und selbst mit Excel solltest du das Ganze nicht machen, weil Excel nicht GOBD-konform ist. Also GOBD sind so die Spielregeln, nach denen man in Deutschland seine Buchhaltung machen muss. Und es gibt eine ganze Reihe von Softwarelösungen da draußen, die einem versprechen, dass man damit die ganze finanzielle, buchhalterische und steuerliche Bürokratie im Handumdrehen erledigen kann. Das Problem bei den meisten Tools ist, dass sie nicht alles können, was man als Selbstständiger machen muss. Das heißt, man braucht immer eine Kombination aus mehreren Tools. Man hat zwar theoretisch die Möglichkeit, eine ganze Menge mit Elster Online zu machen, aber jeder, der sich schon mal bei Elster Online eingeloggt hat, der wird wissen, das Ganze ist schmerzhaft. Und es gibt ein Tool, das ist noch gar nicht so wahnsinnig bekannt. Das ist aber gerade für kleine Selbstständige meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Ich spreche von Accountable. Accountable wurde gebaut für kleine Selbstständigkeiten. Und klein bedeutet jetzt nicht zwingend am Existenzminimum, sondern klein bedeutet, wenn du alleine arbeitest. Also für alle Solo-Selbstständigen. Natürlich für die kleinen Unternehmer, für Freiberufler oder aber auch Gewerbetreibende, die nicht bilanzierungspflichtig sind. Wenn du als Gewerbetreibender unter 80.000 Euro Gewinn im Jahr machst und 800.000 Euro Umsatz, dann musst du keine Bilanz erstellen, sondern dann reicht eine Einnahmenüberschussrechnung. Und Accountable hat sich zum Ziel gesetzt, ein Tool für alles zu bauen. Von der Rechnungsstellung bis zur Steuererklärung, alles in einem Universum. Kein Tool hin und her wechseln, kein Exportieren und Importieren von Daten und so weiter. Und Accountable schauen wir uns jetzt gemeinsam einfach mal ein bisschen näher an und sprechen anschließend darüber, ob das Ganze empfehlenswert ist und für wen das eigentlich geeignet ist und wo es unter Umständen noch Schwächen gibt. Und dafür nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns auf der Startseite von Accountable und wir sehen hier schon alle Steuern schon erledigt. Das heißt, die betrachten das ganze Thema Steuern auch deutlich umfassender als alle anderen Tools, die ich so kenne. Und wir schauen uns einfach mal auf der Preisseite gar nicht den Preis an, den können wir später anschauen, sondern vor allem die Funktionen. Hier gibt es eine Vergleichstabelle von den drei unterschiedlichen Paketen, die es hier gibt. Und wir sehen hier schon, für die Steuern können wir die Einkommensteuer machen, die Umsatzsteuervoranmeldung, die zusammenfassende Meldung, die Gewerbesteuererklärung, die Einnahmenüberschussrechnung. Es gibt jemanden, der einem dabei helfen kann, steuerliche Fragen zu beantworten. Die nennen das Steuercoach. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt einen Unterschied zwischen Steuerberater und Steuercoach. Ein Steuerberater hat eine ziemlich aufwendige Prüfung abgelegt. Da ist die Durchfallquote wahnsinnig hoch. Der hat eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ein Steuerberater einen falsch berät, dann hat man da einen Schadensersatzanspruch. Und Steuercoach kann sich wie jeder Coach eigentlich jeder nennen. Von daher, es ist nett, dass die Leute haben, die sich mit Steuern auskennen. Aber man muss ganz klar sagen, Steuercoach kannst du dich auch nennen, wenn du möchtest. Das ist also kein geschützter Begriff, wobei man auch dazu sagen muss, Accountable arbeitet mit Steuerberatern zusammen. Das heißt, wenn wir auf die Startseite einmal gehen, sieht man hier schon, dass es Steuerberater gibt, die auch mit Mandanten von Accountable arbeiten. Das heißt, es gibt da schon hinten dran auch Steuerberater, aber wenn man quasi dem Support schreibt, dann antwortet einem kein Steuerberater, sondern ein Steuercoach. Muss man wissen, das ist jetzt aber kein spezieller Nachteil für Accountable, auch beim Support von Safdesk und von Lexware und von Visosteuer, und da kriegt man nie eine Antwort von einem Steuerberater, in der Regel zumindest nicht, sondern es ist dann halt einfach der Software-Support, der da antwortet. Und dann gibt es da einen Steuerrechner, den finde ich auch ganz spannend. Der Steuerrechner berechnet die zu erwartende Steuerlast des laufenden Jahres, weil du kennst das mit Sicherheit, du zahlst zwar irgendwie quartalsweise deine Einkommensteuer, gegebenenfalls auch Gewerbesteuer voraus und weißt gar nicht so genau, wie viel Steuern du jetzt für dieses Jahr eigentlich zahlen musst und ob du zu viel oder zu wenig vorauszahlst. Und Accountable macht das ganz nett. Accountable zeigt einem das quasi an. Also rechnet das Jahresergebnis hoch und sagt, naja, wir gehen davon aus, dass du in diesem Jahr wahrscheinlich so viel verdienst. Entweder indem das bisherige Ergebnis hochgerechnet wird auf das ganze Jahr oder indem du da deine Zahlen, deine eigene Schätzung einfach eingibst und so weiter. Also dieser Steuerrechner, den finde ich echt charmant. Aber du kannst nicht nur die ganzen steuerlichen Verpflichtungen erledigen, sondern auch Buchhaltung machen. Das heißt, du kannst Rechnungen schreiben, natürlich Angebote schreiben, die Ausgaben erfassen. Das heißt, du hast letztendlich beide Seiten
abgedeckt, das Rechnung verschicken und das Rechnung empfangen und dann natürlich auch das Kategorisieren. Also das, was man in der Buchhaltung eigentlich macht. In der Buchhaltung schreibt man Rechnung, bekommt man Rechnung und muss die Bank buchen. Und das ist auch wichtig, weil du kannst hier Bankkonten verknüpfen. Das heißt, du kannst dein Bankkonto bei der Deutschen Bank, bei der Sparkasse, bei Contest, bei N26, wo auch immer, einfach anbinden an Accountable und dann hat man die Bankkontotransaktion hier drin. Du kannst auch dein PayPal-Konto verknüpfen. Es gibt einen Dativ-Export, falls du mit einem Steuerberater arbeiten möchtest, dann, dass du die Daten einmal rausbekommst. Du hast eine Smartphone-App und du hast eine Browser-Version. Das heißt, das Ganze ist in der Cloud und ist damit auch jederzeit überall synchronisiert. So viel erstmal zu den grundsätzlichen Funktionen. Wir schauen uns die gleich einmal noch im Detail an. Wir wollen uns erstmal das Preismodell anschauen. Und zwar sehen wir hier einmal, es gibt ein kostenloses Paket. Du kannst mit dem kostenlosen Paket vor allem Rechnungen schreiben. Du kannst bis zu 5 Ausgaben pro Monat erfassen. Das heißt klassisch rein, raus. Was fehlt? Die Bank. Die kannst du auch anbinden. Zumindest bis zu einem Bankkonto. Und wenn du nicht mehr hast, dann kannst du das Ganze tatsächlich auch in der Zukunft immer weiter kostenlos verwenden. Das Schöne ist, dass hier oben schon steht, dass man auch E-Rechnungen verschicken kann. Es gibt ja ab 2025 die E-Rechnungspflicht, das ist ein ganz bestimmtes Rechnungsformat und das ist hier bei Accountable in dem kostenlosen Paket einfach mit drin. Und für all diejenigen, die wirklich nebenbei einfach so ein kleines bisschen selbstständig sind, so eine Rechnung, 2 Rechnungen im Monat schreiben oder alle paar Wochen mal irgendeine Rechnung haben und zusätzlich noch ihren Handyvertrag und das Arbeitszimmer und Schreibtisch mal über die Buchhaltung abrechnen wollen und absetzen wollen, für die ist tatsächlich das kostenlose Paket vollkommen ausreichend. Wenn du dann ein bisschen mehr machst, dann ist für die meisten von euch die Kleinunternehmerregelung die Wahl. Das heißt, bei der Kleinunternehmerregelung hast du diese ganzen Umsatzsteuermeldungen nicht. Du musst keine Umsatzsteuererklärung abgeben, keine Umsatzsteuervoranmeldung machen und weist auf deine Rechnung auch keine Umsatzsteuer aus. Und für diese Kleinunternehmer hat Accountable einen eigenen Plan. Und zwar den Small-Plan, der kostet 18,50 Euro pro Monat. Natürlich, wie überall, man zahlt ein bisschen weniger, wenn man jährlich bezahlt. Aber gehen wir mal davon aus, wir zahlen monatlich. Dann zahlst du als Kleinunternehmer 18,50 Euro. In diesem Paket hast du einfach ein paar mehr Möglichkeiten, weil du hier tatsächlich deine komplette Buchhaltung erledigen kannst. Also du kannst Rechnungen schreiben, du kannst Ausgaben erfassen, auch ohne Limit. Du kannst bis zu 5 Bankkonten anbinden. Den Kleinunternehmer will ich gerne mal sehen mit 5 Bankkonten. Also du hast mehr als genug Möglichkeiten. Und das Spannende ist das hier. Du kannst deine betrieblichen Steuererklärungen erledigen. Also vor allem entweder deine Gewerbesteuererklärung oder unter Umständen in einigen Szenarien musst du tatsächlich auch eine Umsatzsteuererklärung machen. Wenn du das noch nicht wusstest, dass du als Kleinunternehmer in bestimmten Konstellationen trotzdem Umsatzsteuererklärung machen musst, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Das ist ehrlicherweise eine Ausnahme. Früher mussten Kleinunternehmer immer eine Umsatzsteuererklärung machen. Das wurde aber im Frühjahr 2024 abgeschafft mit dem Wachstumschancengesetz. Das heißt, du als Kleinunternehmer bist nicht mehr dazu verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung einmal im Jahr zu machen. Was du aber machen musst, ist eine Einkommensteuererklärung. Das heißt, deine persönliche Einkommensteuererklärung kannst du auch mit Accountable machen. Wichtiger Hinweis an der Stelle, es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, die Accountable nicht abdecken kann. Die solltest du unbedingt vorher, bevor du dich dafür entscheidest, einmal schauen, was kann Accountable eigentlich alles nicht. Also zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Renteneinkünfte und so weiter. Schau dir das unbedingt einmal an, weil wenn du das hast, dann kann Accountable trotzdem interessant und spannend für dich sein, weil du immer noch Rechnungen schreiben kannst, deine Buchhaltung machen kannst und die Einnahmenüberschussrechnung bekommen, aber dann kannst du deine Einkommensteuererklärung zumindest nicht über Accountable machen und müsstest das dann zum Beispiel über Elster Online machen. Dazu findest du auf diesem Kanal eine ganze Reihe von Tutorials. Schau da gerne vorbei, wenn du dich mit Elster Online rumschlagen musst. Und dann hast du hier die Möglichkeit, mit dem Support zu sprechen und so weiter. Und wenn dein Unternehmen dann wächst und du irgendwann umsatzsteuerpflichtig bist, also Umsatzsteuer ausweisen musst, auch unterjährig Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, unter Umständen zusammenfassende Meldung abgeben musst und natürlich auch eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung machen musst, dann ist das Pro-Paket für dich das Richtige. Das kostet 33,50 Euro im Monat. Und das kann genau das alles, was du dann als umsatzsteuerpflichtiger Selbstständiger alles erledigen musst. Und wenn man den Preis von Accountable mal anschaut, dann liegt der Preis so ungefähr in der Preisrange, in der auch alle anderen Buchhaltungsprogramme so ungefähr liegen. Tendenziell eher so ein kleines bisschen höher. Was man da aber nicht vergessen darf, ist, dass Accountable eben nicht einfach nur ein Buchhaltungsprogramm ist, sondern man mit Accountable halt auch die Steuererklärung einmal im Jahr erledigen kann. Und das kann keine andere Software so in dieser Form. Das heißt, man braucht immer noch eine zweite Software für die Steuererklärung. Und wenn man das mit berücksichtigt, ist dieser Preis definitiv fair, tendenziell eher günstiger als andere Angebote. Und so viel jetzt erstmal zur Theorie. Wir wechseln jetzt einmal
in Accountable rein und wir schauen uns die einzelnen Funktionen mal dort einfach live an. Wir befinden uns jetzt im Dashboard von Accountable und das ist so der Screen, den wir sehen, wenn wir uns das erste Mal einloggen. Hier auf der linken Seite sehen wir unsere To-Do-Liste. Also was muss ich jetzt im Bereich Buchhaltung, Steuern und so weiter gerade erledigen? Hier gibt es offensichtlich zwei Banktransaktionen. Es gibt eine Einnahmenüberschussrechnung, die fertig ist, die ich für 2023 langsam mal einreichen sollte. Dann gibt es die Einkommensteuererklärung 23 und so weiter. Und wenn ich da jeweils draufklicke, dann springt der jeweils immer schon an den Punkt, wo ich das erledigen kann. Das heißt, ich sehe jetzt hier beispielsweise direkt die EUR 23 und kann die jetzt hier direkt bearbeiten. Für 2023 sehen wir da zum Beispiel, er prüft die Buchhaltung und sieht hier Auffälligkeiten, was ich nochmal überprüfen sollte, weil hier zum Beispiel höhere Ausgaben als im Vorjahr sind bei einigen Positionen. Oder einige Ausgaben sehen so aus, als wenn ich sie versehentlich oder wissentlich doppelt erfasst habe und das wären dann Punkte, die ich mir nochmal genauer anschauen sollte. Und er prüft natürlich noch deutlich mehr. Überall, wo ein grüner Haken ist, sagt er, das Ganze ist unauffällig und die roten Haken, die würde ich entsprechend abarbeiten. Wir gehen aber nochmal zurück auf die Startseite. Das ist also meine To-Do-Liste, die ich einfach regelmäßig abarbeite. Hier auf der linken Seite darunter bekomme ich regelmäßig Steuertipps. Diese Steuertipps finde ich bei Accountable tatsächlich sehr, sehr gut, weil ganz häufig bekommt man so Steuertipps, die so allgemeingültig sind. Und bei Accountable passen die ganz häufig zu den Dingen, die ich sowieso gerade auch in meiner Buchhaltung habe. Das heißt, man kriegt regelmäßig irgendwie so Einblendungen oder auch rechts, links, unten Hinweise, dass man bestimmte Dinge noch machen kann. Accountable lernt quasi aus dem, was in meiner Selbstständigkeit gerade passiert und gibt mir dann passende Tipps. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese ganzen Tipps für mich relevanter sind. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem bei ganz vielen anderen Steuertipps. Ich kann euch ganz easy 100 Steuertipps geben. Die meisten davon werden für euch aber nicht relevant sein. Deswegen wird mir keiner mehr zuhören nach dem dritten Tipp. Das ist so grundsätzlich das Problem beim Thema Steuern. Hier auf der rechten Seite unten sehe ich die bevorstehenden Termine und Fristen, die ich habe. Ich habe das Ganze in der Einstellung eingestellt, dass ich zum Beispiel monatlich meine Umsatzsteuervoranmeldung mache, dass ich eine zusammenfassende Meldung quartalsweise mache und so weiter. Und hier steht jetzt zum Beispiel am 11.11.24 muss ich die Umsatzsteuer für Oktober abgeben. Dann am 15.11. die Gewerbesteuervorauszahlung für Q4 2024 und so weiter. Das heißt, ich kann mich hier vollständig dran halten, wann ich was erledigen muss. Auf der rechten Seite hier oben sehe ich die Übersicht für das ganze Jahr. Das ist bei mir jetzt ehrlicherweise nicht so richtig aussagekräftig, weil ich für dieses Jahr die Buchhaltung noch nicht gemacht habe. Man kann hier oben aber auf mehr sehen klicken und dann kann ich mir auch das Jahr anschauen, was ich schon erledigt habe. Und dann sehe ich hier einmal nette Balken für die einzelnen Monate, wo ich dann jeweils Gewinn oder unter Umständen im Mai auch Verlust gemacht habe. Und auf der linken Seite sehe ich die, ich würde mal sagen, bekanntere Übersicht und zwar einfach die Einnahmenüberschussrechnung in der Übersicht. Einnahmen ohne Umsatzsteuer sind ungefähr 52.000 Euro gewesen. Kann ich nochmal ausklappen. Dann gibt es Umsatzsteuer. Das heißt, der gesamte Umsatz lag bei ungefähr 58.000 Euro. Dann hatte ich eine ganze Reihe von absetzbaren Kosten, die gezahlte Vorsteuer. Und das führt dann zu einem Gewinn vor Steuern in Höhe von 44.310 Euro. Und was er jetzt hier macht, er berechnet die Steuer darauf. Das kann ich auch ausklappen. Und dann sehe ich, so viel Gewerbesteuer, so viel Einkommensteuer muss ich voraussichtlich für das Jahr 2023 zahlen. Ich kann übrigens in den Einstellungen auch zusätzliche Informationen über mich preisgeben. Zum Beispiel habe ich Kinder, bin ich verheiratet, habe ich noch sonstiges Einkommen und dadurch verändert sich dann der Steuersatz und diese Schätzung wird immer genauer. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist erstmal nur eine Schätzung. Das ist also noch nicht die final berechnete Steuer. Dafür musst du die Steuererklärung machen. Aber das Ganze gibt halt einen sehr guten Indikator, ob ich gerade den richtigen Betrag zur Seite lege oder viel zu viel oder viel zu wenig. Finde ich deswegen sehr, sehr spannend, weil letztendlich für mich persönlich ist ja der Gewinn nach Steuern entscheidend, weil das ist das, was ich privat zum Leben habe. Und das war es auch mit der Startseite. Auf der linken Seite haben wir jetzt die Struktur, das, was wir eigentlich monatlich quartalsweise durcharbeiten müssen. Ich habe es schon gesagt, Rechnung schreiben, Rechnung bekommen und Bank. Und Rechnung schreiben kann man hier machen, indem man auf Einnahmen klickt. Man sieht dann immer die Übersicht über die jeweiligen Rechnungen. Man kann hier immer eine Übersicht anschauen. Da sehe ich pro Monat jeweils, wie waren denn die Umsätze. Ich sehe die wichtigsten Kunden und ich sehe auch den Status. Also wie viel ist eventuell auch noch offen bzw. überfällig. In meinem Fall 4.000 Euro wurden hier offensichtlich noch nicht bezahlt. Sollte ich mich mal drum kümmern. Und ich habe hier natürlich die Möglichkeiten, auch Rechnung zu schreiben. Also ich klicke jetzt einfach mal hier drauf, sage Rechnung erstellen und habe dann hier ein sehr, sehr einfaches
einfachen, simplen Rechnungsgenerator. Ich kann die Farben ändern, ich kann das Ganze ein bisschen dezenter machen, das alles runder machen und so weiter. Ehrlicherweise ist das Ganze in Zukunft sowieso nicht mehr so wahnsinnig wichtig, wenn wir E-Rechnungen verschicken. Also wenn wir ein Zugpferd oder X-Rechnung verschicken in Zukunft, dann ist das Layout der Rechnung immer weniger wichtig perspektivisch. Ich habe die Funktion jetzt hier noch drin. Was viel spannender ist, ist, dass man in Zukunft auch die E-Rechnung über Accountable schreiben kann. Das heißt, dann lädt man hier keine PDF-Datei runter, sondern halt entsprechende Zugpferd- oder XML-Datei. Und genau, ich kann das Ganze erfassen und bearbeiten kann ich die Rechnung einfach, indem ich hier an die jeweilige Stelle reingehe. Leistungsdatum, Erstellungsdatum. Ich kann ein Logo hinzufügen. Ich kann Kunden anlegen oder einfach auswählen, wenn ich sie vorher schon angelegt habe. Ich kann die Position hinzufügen und so weiter. Und das war es im Wesentlichen mit der Rechnungsschreibung. Die Ausgabenseite sieht vom Aufbau relativ ähnlich aus. Hier sieht man also eine ganze Reihe von Betriebsausgaben, die ich schon hatte. Ich kann mir hier auch die Übersicht anschauen lassen, jetzt für letztes Jahr. Sehe auch, wofür ich mein Geld ausgebe. Miete, IT, Geräte, Werkzeuge, Reisekosten, Bankkontoführungsgebühren und sehe hier, wer sind so die wichtigsten Dienstleister, Lieferanten und so weiter. Bei mir ist es mein Vermieter, Freitag Immobilien GmbH, Cyberport habe ich mir IT-Technik gekauft, Sony auch, Deutsche Bahn und so weiter. Das heißt, es sieht dann sehr, sehr ähnlich aus wie die Einnahmenseite und ich kann hier auch weitere Ausgaben hochladen. Einfach indem ich die hier als PDF reinziehe oder aber ich mache das Ganze über die Smartphone-App. Das geht auch, dann ist das Ganze hier drin und ich muss es quasi in Anführungszeichen nur noch kategorisieren. Und das schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und zwar schauen wir uns mal hier dieses Bahnticket an. Da kann ich den Dienstleister, den Lieferanten auswählen und hier kann ich das Ganze kategorisieren. Und so sieht das Ganze aus. Also hier könnte ich jetzt Reisekosten und dann wird mir sonstige Reisekosten und so weiter. Oder ich nehme in dem Fall jetzt Bahn. Man kann das aber auch über die einzelnen Kategorien auch hier auf der linken Seite auswählen und einfach suchen, was es gibt. Ich nehme einmal Bahn, weil es ist ja die Bahn. Was ich sehr, sehr spannend finde, und das sind so die Kleinigkeiten, die man links und rechts überall sieht bei Accountable, dass das wirklich für Selbstständige gebaut worden ist. Das ist keine Software, die sich an GmbHs orientiert, sondern wirklich an Solo-Selbstständige, an Einzelunternehmen, Freiberufler und Gewerbetreibende. Wenn man sich nicht sicher ist, kann ich das eigentlich absetzen? Die Frage stellt sich jeder irgendwann mal. Kann ich hier draufklicken und sehe dann eine Übersicht, ob ich das absetzen kann? Das heißt, ich sehe ein Steuerprüfungsrisiko, wenn ich diese Kosten absetze. Hier wird gesagt, wie einfach ist es eigentlich, das abzusetzen? Und ich sehe einen Vergleich zu anderen Selbstständigen. Weil es nutzen ja ganz viele Selbstständige Accountable. Und jetzt wird gesagt, naja, durchschnittlich werden so 10 bis 250 Euro Reisekosten im Monat abgesetzt und die Häufigkeit sind so 3 bis 10 Mal pro Monat. Abgesetzt wird, das werden Reisekosten, Bahnreisen von 95% aller Selbstständigen und empfehlen tun das 64% aller Selbstständigen. Und zu diesen Prozentsätzen kann man quasi beitragen, indem man sagen kann, ja, ich empfehle Reisekosten abzusetzen und ich setze auch diese Reisekosten ab. Und dann gibt es hier noch ein paar Hinweise. Und das meine ich mit, ergibt Steuertipps genau richtig an der richtigen Stelle ab. Hier steht jetzt keine lange Liste, was ich absetzen kann, sondern was mache ich letztendlich? Ich lade ein Bahnticket hoch, kann draufklicken, kann ich das absetzen und bekomme genau Informationen zu dem, was ich da gerade hochgeladen habe. Wenn ich jetzt hier eine Mietwagenabrechnung hochgeladen habe, bekomme ich einen ganz anderen Text natürlich angezeigt. Wenn ich einen Bewirtungsbeleg hochlade, bekomme ich auch einen ganz anderen Hilfetext. Das heißt, Accountable ist wirklich intelligent, passt die Hinweise und die Hilfetexte wirklich an meine Situation an. Und dann sehe ich hier unten natürlich noch die Umsatzsteuerbeträge, kann auswählen, ob das Ganze mit Umsatzsteuer war oder ohne. Bahnfahrten sind mit dem ermäßigten Steuersatz, also 7%, das heißt 9,53 Euro würde ich in einer Umsatzsteuervoranmeldung wiederbekommen. In welcher Umsatzsteuervoranmeldung soll der Umsatzsteuerbetrag berücksichtigt werden? Das kann ich hier nochmal auswählen und dann kann ich das Ganze speichern. Und so läuft dann die Kategorisierung ab. Und neben den Ausgangsrechnungen und den reinkommenden Rechnungen gibt es noch einen dritten Part, der wichtig ist, und das ist die Bank. Und hier kann man einfach mehrere Bankkonten anbinden. Also wenn du zum Beispiel ein Contest-Bankkonto hast, dann gibst du hier beispielsweise Contest ein und kannst hier einfach das Contest-Bankkonto anbinden. Du kannst auch Kreditkarten hochladen, also auch so als CSV-Datei. Und dann musst du jeweils die Transaktion noch verknüpfen mit dem jeweiligen Beleg. Also jetzt hier Zahlungseingang, kann ich einmal draufklicken und sehe dann, das ist die Rechnung von Fintax Solutions über 4.165 Euro. Das könnte ich jetzt hier nochmal bearbeiten, aber das passt offensichtlich, Betrag passt, Datum passt, Geschäftspartner passt. Das heißt, das muss immer gemacht werden, alle Einnahmen erfassen, alle Ausgaben erfassen und alle Kontobewegungen jeweils zuordnen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du wechseln in den Steuerreiter. Und der Steuerreiter ist eine Übersicht über alle Verpflichtungen.
Das heißt, ich klicke jetzt einmal auf das gesamte Jahr 2023 und hier sehe ich dann alle meine Meldungen, die ich im Jahr 2023 oder genauer gesagt für das Jahr 2023 abgeben muss. Und zwar im ersten Quartal die Umsatzsteuervoranmeldung, Gewerbesteuervorauszahlung, Einkommensteuervorauszahlung, Umsatzsteuer für Februar, Umsatzsteuer für März und die zusammenfassende Meldung. Ich kann jetzt den Haken wegsetzen und dann zeigt er mir nur noch die Dinge an, die ich jetzt noch tun muss. Zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung für den Januar 2023. Die scheint mir offensichtlich durchgerutscht zu sein. Da kann ich jetzt einfach auf Übersicht anklicken und kann das direkt hier bearbeiten. Hier gibt es höhere Ausgaben, die könnte ich noch einmal prüfen. Dann sagt er, Sony ist höher. Ja, klar, weil Sony ist eine Kamera. Das heißt, ich kann das Ganze bestätigen. Ja, das stimmt offensichtlich. Und dann sagt er, okay, ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten, jetzt kannst du weitermachen. Und jetzt sehe ich noch einmal die Umsatzsteuervoranmeldung in der Übersicht und kann die hier direkt einfach ans Finanzamt übermitteln und dann bekommt das Finanzamt direkt die Information und ich bin mit der Umsatzsteuervoranmeldung soweit fertig. Und das Ganze läuft im Wesentlichen bei den unterjährigen Geschichten so ab, als auch bei den jährlichen. So, wir gehen nochmal wieder in 23. Ganz nach unten muss ich nämlich einmal im Jahr einen Jahresabschluss machen und da muss ich eine EÜR machen, könnte ich auch jetzt überprüfen. Zeigt er mir hier auch nochmal, was ist eigentlich auffällig. Und wenn ich sage, nee, das passt alles, ich möchte das Ganze vielleicht einfach mal überspringen, weiter. Dann sehe ich hier die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn ich die leeren Zeilen ausblende, wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Und wenn es überprüft ist, kann ich das Ganze einfach auch hier ans Finanzamt schicken. Genauso wie bei der Einnahmenüberschussrechnung. Und genau so läuft das dann mit der Einkommensteuererklärung, der Umsatzsteuerjahreserklärung für 2023 und der Gewerbesteuererklärung. Und damit hast du eigentlich alles erledigt. Du hast alle rechtlichen Verpflichtungen erfüllt. Es gibt noch eine Funktion, die ich ganz spannend finde bei Accountable, und zwar ist es der KI oder AI-Assistent. Das ist wie so ein Chatbot, also wie ChatGPT in Accountable. Und das Spannende ist, dass der KI-Chatbot offensichtlich mit Steuerwissen trainiert worden ist. Das heißt, er kann hier inhaltlich steuerliche Fragen sehr, sehr gut beantworten. Aber, und das macht es eigentlich noch spannender, der hat Zugriff, zumindest wenn du ihm den Zugriff gewährst, auf deine gesamte Buchhaltung. Also auf dein Bankkonto, auf deine Rechnungen und auf deine Ausgaben. Und jetzt kannst du ihn bestimmte Dinge fragen, ob du zum Beispiel welche Kosten du absetzen kannst oder ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt bei den Reisekosten und so weiter. Ich könnte zum Beispiel fragen, kann ich mein Auto von der Steuer absetzen? Und dann bekomme ich hier einfach eine Antwort. Und da kann man sich relativ zügig einen Überblick über seine Buchhaltung verschaffen, weil der KI-Assistent halt nicht nur Steuerwissen hat, sondern auch Zugriff auf deine Unterlagen. Und das wünsche ich mir ehrlicherweise schon eine ganze Weile. Und ich freue mich, dass das hier drin ist. Das ist ganz offensichtlich immer noch KI. Eine KI kann auch immer mal falsch liegen mit Fehlern, steht hier unten auch. Das ist immer der Fall. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, dass sie sich damit schon beschäftigen und ich bin sehr positiv überrascht davon. Und damit herzlich willkommen zurück und einmal zum Fazit. Ich weiß, das Ganze klang jetzt wahrscheinlich durch die Bank weg sehr positiv. Wenn du jetzt aber nicht zur Kundengruppe gehörst, also zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft hast oder einfach Gewerbetreibender bist und bilanzierungspflichtig bist, was du ja wirst, wenn du über 80.000 Euro Gewinn im Jahr machst, dann solltest du Accountable meiden, weil du wirst wirklich links und rechts einfach nicht glücklich damit. Und dann hast du ehrlicherweise mehr Arbeit, zwischen den Tools hin und her zu wechseln, als bei anderen. Für dich würde ich dann andere Lösungen empfehlen, wie zum Beispiel LexWareOffice oder Safdesk. Auch zu den beiden Tools habe ich Reviews aufgenommen, die findest du unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn du ein bisschen größer bist, dann schau eher da vorbei, dann ist Accountable nichts für dich. Was mich inhaltlich und von den Funktionen noch stört, ist ehrlicherweise die Anlagenbuchhaltung. Du kannst das erfassen, habt ihr auch gesehen, ich habe eine Kamera gebucht, ich habe einen Laptop gebucht, ein MacBook habe ich da angelegt und ich kann das Ganze abschreiben. Für kleine Selbstständige sind aber Möglichkeiten bei der Abschreibung, also die Sonderabschreibung, den Investitionsabzugsbetrag, das sind die besten Möglichkeiten, um irgendwie steuergestaltend tätig zu werden. Und die kannst du hier in der Buchhaltung nicht berücksichtigen. Also die Möglichkeiten hat Accountable einfach nicht. Du kannst jetzt natürlich trotzdem in Accountable deine Rechnung schreiben, deine Buchhaltung machen und dann einfach die Einnahmenüberschussrechnung nehmen und die dann zum Beispiel zu Elster Online oder Wieso Steuer übertragen und da kannst du dann auch diese Sonderabschreibung oder den IAB absetzen. Das ist aber mehr Arbeit. Und wenn ich dann schon eine All-in-One-Lösung baue, dann sollten zumindest solche Möglichkeiten auch zum Funktionsumfang gehören und ich würde mir wünschen, dass Accountable das in Zukunft auch noch macht. Und es gibt ehrlicherweise, und das ist der dritte Punkt, eine ganze Reihe von Fällen für die Einkommensteuer, also die private eigene Einkommensteuererklärung, die Accountable nicht abbildet. Das heißt, auch da wirst du wahrscheinlich eher mehr Arbeit haben, weil du dann die Daten irgendwie aus Accountable nehmen musst und sie dann in ein anderes Tool übertragen musst. Das ist immer noch kein Nachteil im Vergleich zu anderen Software, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil bei anderer Software musst du das immer übertragen.
beitragen. Aber es sollte dir zumindest bewusst sein ganz am Anfang. Deswegen schau unbedingt die Einschränkungen bei der Einkommensteuererklärung an. Ich packe dir da nochmal unten in der Videobeschreibung einen Link rein. Guck das unbedingt an, bevor du Accountable buchst. Und noch eine kleine Einschränkung. Accountable ist sehr nutzerfreundlich, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Wenn du dich aber schon ein bisschen professioneller mit Buchhaltung beschäftigt hast, also wenn du Buchhalter bist oder auch tatsächlich mit einem, ich würde mal sagen, einem Profi-Tool schon mal in der Vergangenheit gearbeitet hast und grundsätzlich weißt, wie Buchhaltung funktioniert in so einer Software, dann brauchst du Accountable nicht. Und dann kann es tatsächlich sein, dass du manchmal über bestimmte Formulierungen oder Arten und Weisen, wie etwas gemacht wird, stolperst. Weil die ganze Kommunikation von Accountable ist darauf ausgelegt, dass Laien die Buchhaltung und die Steuern selber machen können. Wenn du dich aber fachlich schon gut auskennst, dann wirst du immer mal wieder Dinge suchen und sie einfach nicht finden, weil sie irgendwie anders benannt worden sind, weil das Ganze anders aufgebaut worden ist und so weiter. Deswegen muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das Ergebnis von Accountable ist nicht falsch, aber für Profis ist Accountable nicht empfehlenswert, weil man sich immer links und rechts irgendwie daran stößt, weil man irgendwelche Funktionen sucht, weil die klassischerweise in anderen Buchhaltungsprogrammen halt irgendwie anders aufgebaut sind. Und damit kommen wir so zu den Vorteilen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Accountable eine tolle Lösung ist, wenn, und das ist eine wichtige Einschränkung, wenn du in das Kundenraster von Accountable passt. Also wenn du Einzelunternehmer bist, Freiberufler oder Gewerbetreibender, vielleicht die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, dann ist Accountable die beste All-in-One-Lösung, die ich kenne. Und zwar wirklich auf dem Maße, dass ich in vielen Unternehmen, für die ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, immer so ein bisschen zu Accountable rübergeschielt habe und mir angeschaut habe, wie lösen die eigentlich das Problem, wie machen die eigentlich das. Und wenn du in dieses Raster reinpasst, also idealerweise Dienstleistungen ausübst, Webdesign, Beratung, Affiliate, Content Creator, dann ist das für dich eine Top-Lösung, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Accountable ist wirklich optimiert auf eine ganz bestimmte Kundengruppe. Und wenn du dann zur Kernzielgruppe gehörst, dann bekommst du eine Lösung, die wirklich sehr nutzerfreundlich ist. Ich mag die Steuerschätzung, ich mag die Empfehlung für Betriebsausgaben oder generell die Steuertipps. Der AI-Assistent, der macht meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck. Die Bedienung ist sehr intuitiv und es gibt viele kleine Automatisierung. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass die Belegerkennung und der Vorschlag von Kategorien, dass da der Automatismus deutlich schneller geht als zum Beispiel bei Konkurrenzangeboten. Abschließend kann man sagen, wenn du zur Zielgruppe von Accountable gehörst, ist das mein Lieblingstool für Buchhaltung und Steuern. Es gibt aber sehr viele Selbstständige, die gehören halt nicht zur Kernzielgruppe und das solltest du dir vorher genau anschauen. Und wenn du nicht zur Kernzielgruppe von Accountable gehörst, dann solltest du Accountable auch besser nicht benutzen, weil dir dann hundertprozentig Dinge fehlen werden. Hast du Fragen zu Accountable? Hast du Fragen zu Buchhaltung, zu Steuern und so weiter? Dann schreib mir gern einen Kommentar unter diesem Video. Auch wenn du Accountable nutzt und positive oder negative Erfahrungen hast, dann schreib das gerne auch in den Kommentarbereich. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Ich arbeite damit schon eine Weile und ich spiele damit immer rum. Und vor allen Dingen habe ich auch einige Mandanten schon betreut, die damit auch arbeiten. Aber ich bin gespannt an deinen Erfahrungen. Und wenn du jetzt noch ein Bankkonto brauchst oder einen Steuerberater brauchst oder irgendetwas anderes brauchst oder dir Accountable anschauen möchtest, dann findest du all diese Links unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne auch nochmal hier. Und jetzt könntest du auch einfach direkt ein anderes Video anschauen. Das hier oder das hier zum Beispiel.